Rainer. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Hallo, Nona. Hallo, Nona. Schön, dass du auch du da bist. Hallo. Hallo auch an die Fernsehzuschauer. Hallo in die Schweiz. Hallo, Österreich. Hallo, Österreich. Grüß euch, Österreich. Hallo. Wo immer ihr auch seid, in Deutschland, in Bayern oder der Welt. Herzlich willkommen zur Midnight Show. Die Sommerpause ist endlich vorbei. Endlich. Und wir haben viel im Gepäck. Ich wusste eigentlich gar nicht, ob wir die Sendung heute machen können. Ich war dermaßen krank, den ganzen Tag nur gekotzt. Mir ging es wirklich nicht gut. Was war los? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hatte mehrere Gründe, das Immunsystem betreffend irgendwie. Das meinte zumindest mein Arzt. Ich habe anscheinend zu viel Döner gegessen und ich habe Natascha Ochsenknecht im Dschungelcamp gesehen. Uiuiuiui, das Dschungelcamp hat wieder angefangen. Endlich wieder eine Alternative zum Teleshopping im deutschen Fernsehen. Und mit dabei Promis, Top-Promis wie Jenny Frankhauser, Sandra Stefel und seit gestern leider raus Giuliana Farfalla. Schade. Martin Schulz, der wollte eigentlich auch mitmischen, Problem nur bei RTL, da kannte keiner die SPD. Schade. Die Jungs bei RTL wahrscheinlich so, hä, SPD, war die mal mit Boris Becker zusammen? Ich weiß nicht. Schade. Deshalb hat er jetzt ja doch Zeit für die GroKo. Gott sei Dank, GroKo. Dschungelcamp und GroKo, zwei Dinge, die das deutsche Volk bewegen, wenn mal wieder keine Fußball-WM ist. Die GroKo kommt oder, wie wir sagen, der Nordpol schmilzt zwar, aber lass da trotzdem hinziehen, jetzt ist eh alles scheißegal. Habt ihr die Rede gesehen am Sonntag, die Rede von Andrea Nahles? Es wirkte ein bisschen wie ein Wellensittich auf Koks, aber, uiuiui, das hatte Power, ja, das hatte Message, da war Aufbruch, ja, da war eine Überzeugung da, da war Standhaftigkeit. Viele fragen sich jetzt, wie Andrea Nahles trotzdem SPD-Mitglied werden konnte. Ja, Andrea, wir geben die SPD nicht auf. Nahles meinte selbst, sie will irgendwas Großes machen. Irgendwas Großes, ich weiß auch nicht, aber Hauptsache groß. Aber sind wir ehrlich, die SPD kommt nicht so wirklich aus dem Tritt. Ja. Der Andi Scheuer, das weißbetrinkende ADHS-Kind der CSU, meinte dazu, kein Scheiß. Wir stehen am Spielfeld, haben uns das Trikot übergezogen und die andere Mannschaft kommt nicht aus der Kabine. Kann man so machen? Ich habe nur darauf gewartet, dass er noch sagt, München oder Österreich, Hauptsache Bayern. Der Andi. Na, wer hat SPD gewählt? Irgendjemand? Einfach mal drauf zeigen, so ein öffentliches Denunzieren. Ja? Niemand? Ah, da. Ah, ja. Auch an die SPD-Wähler auf jeden Fall herzlich willkommen bei der Midnight Show. Alle sind in der Winterpause, aber wir sind natürlich für euch am Start, um euch durch diese harte Zeit zu buxieren. Es sind aber ja auch einfach harte Zeiten. Ja. Harte Zeiten. Ja, ganz, ganz schlimm. Der Bitcoin ist gefallen. Der Bitcoin, die arme Sau. Obwohl die EZB atmet auf, die müssen sich jetzt doch nicht mit diesem Internet beschäftigen. Puh. Glück gehabt. Glück auch für die Reichen. Ja, die reichsten 45 Haushalte in Deutschland sollen laut einer Studie des Instituts für Wirtschaft so viel Geld haben, wie die Hälfte der restlichen deutschen Haushalte zusammen. Ei. Ich merke, die Stimmung ist ein bisschen im Keller. Aber Leute, wir alle wissen doch, Probleme sind nur dornige Chancen. Ja? War sonst noch irgendwas die Woche? Ich glaube... Da war irgendwas mit Panzern. Ah ja, Panzern. Ja gut, die Türkei schlachtet mit deutschen Panzern Kurden ab. Ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt rudert die Bundesregierung zurück. Die nächste Amazon-Panzer-Prime-Lieferung wurde schon storniert. Aber trotzdem weiterhin, pst, vielleicht merkt das ja keiner. Wir tun einfach so, als wissen wir nichts davon. Scheiße bauen und im Nachhinein nichts davon wissen wollen. Die deutscheste Tugend, die es gibt. Vor allem, wenn es um Krieg geht. Ja. Wir haben ja auch einfach von nichts gewusst. Nö, wir haben von nichts gewusst. Sind Sachsen da? Ja, bestimmt. Ne? Wir haben von nichts gewusst. Willkommen auf jeden Fall zur Midnight Show. Heute mit Fabian Nolte, Friedrich Schiller und natürlich Tim Schmutzler und die Musik AG.